Ich merke, Blockchain ist ein heißes Thema. Wir sind ganz viele Leute hier am Podium und vielen Dank für die Einladung. Ich habe vor 2 Jahren ein bisschen mehr den Blockchain Hub in Berlin gegründet. Unser Ziel damals, haben noch relativ wenige Leute über Blockchain geredet, richtig? Und es gab auch wenig Informationen zum Thema Blockchain. Und das Thema hat mich fasziniert und das Ziel war, es für mich, dieses Thema einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Wir haben angefangen, diese Informationen aufzuarbeiten und sehen uns als Informationshub und Denkfabrik, was diese Technologie betrifft, denn sie ist weitreichend. Es gibt noch sehr viele Missverständnisse dafür, was Blockchain eigentlich ist. Irgendwas mit illegalen Bezahlungen, irgendwas vielleicht mit Geld, aber es ist eigentlich viel, viel mehr. Und es ist eine fundamentale Technologie, die sehr, sehr viel transformieren kann. Und im Blockchain Hub befassen wir uns interdisziplinär mit den unterschiedlichen Themenbereichen Blockchain und Law, Zukunft von Governance, wie kann sich Gesellschaft neu strukturieren, welches Recht gilt in einem Peer-to-Peer-Netzwerk, können Smart Contracts auch Legal Contracts sein, etc., bis in die unterschiedlichen Teilbereiche von wie betrifft es die Kunst, wie betrifft es die Wissenschaft, etc., etc. Und wir haben zwar in Berlin begonnen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt seit einigen Monaten auch Riad an Bord haben. Wir sind ein dezentrales Netzwerk von lokalen Hubs und Riad wird dann gleich selber sich vorstellen, aber sie sind eben jetzt auch Teil unseres Netzwerks geworden und wir versuchen das, was Blockchain ist, nämlich eine dezentrale Technologie auch in der analogen Welt zu leben und oftmals sehen wir, und darüber würde ich gerne auch mehr diskutieren in Zukunft, dass Technologie ist nur ein Tool und wie wir es verwenden ist, es kommt tatsächlich auf uns an und wenn wir kein dezentrales Mindset haben, dann wird eine dezentrale Technologie auch nicht dezentral funktionieren und statt dass wir eine universelle Befreiungsmaschine schaffen, können wir vielleicht auch sehr schnell eine universelle Kontrollmaschine schaffen. Und das ist eines der vielen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Welchen Mindset braucht man auch in einer dezentralen Welt, um uns neu und dezentral zu organisieren? Und vielleicht gibt es nachher Zeit, ein bisschen auch darüber zu reden. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank für das Eingangsstatement. Wir machen mit Gerhard Dienhofer weiter von IBM und IoT Austria. Ganz von eurer Sicht links. Erzähl einmal bitte, Gerhard, deine Doppelrolle und dein Input-Statement. Wir freuen uns sehr, bitte sehr. Jawohl, meine Doppelrolle. Oder beginnen wir mal so, ich bin überwältigt, wie viele Leute da sind. Das spiegelt eigentlich wieder, was momentan so in den Medien los ist und wo einfach das Interesse da herrscht. Insofern toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie sich quasi weiterentwickeln und weiterbilden. Ich arbeite grundsätzlich für die IBM, bin aber rundherum noch in allen möglichen Bereichen aktiv, wie zum Beispiel bei der IoT Austria, eben dort den Blockchain Stream als Mentor tätig. Wir können jetzt durch die Folien durchhüpfen, wenn ich eine Hand bekomme. Oh, ist wurscht. Okay, dann, wenn nur eine Folie war, dann war der Rest. Ja, verlorene Zeit, aber macht nichts. Grundsätzlich geht es darum, dass ich zusammengefasst habe, wie so meine Reise war. Relativ spät begonnen, so vor 2, 3 Jahren, wo ja eigentlich das Paper, das berühmte, schon 5 bis 6 Jahre alt war. Was ich auch von Anfang an irgendwie ausgeblendet habe, was mich zwar schon interessiert hat, aber jetzt nicht so in Hauptfokus gelegt habe, waren die Kryptowährungen. Ich weiß, es ist Teil dieser Diskussion und es gehört auch zum Thema Blockchain dazu. Man muss aber ganz klar sagen, Kryptowährungen sind nur eine von vielen, vielen, vielen Applikationen auf der Technologie Blockchain. 5 Minuten sind viel zu kurz, um die Technologie überhaupt mal zu erklären. Aber wenn ich eine Message mitgeben kann, dann, wie gesagt, diese Kryptowährungen sind jetzt eine Anwendung, ein Anwendungsbereich von Blockchain. Man kann das aber noch viel, viel weiter denken. Denkt einmal, und das sehe ich jetzt bei aktuellen Projekten, die wir bei uns im Unternehmen machen. Es geht um Transparenz. Wie kann mir die Blockchain helfen, Transparenz in einer Supply Chain zum Beispiel zu garantieren? Wenn ich als Consumer in den Supermarkt gehe und mir den Bio-Apfel aus dem Regal nehme, wer garantiert mir heute, dass das Label, das da droben ist, auch wirklich valide ist? Habe ich irgendeine Möglichkeit, das nachzuprüfen? Eher schwierig. Das heißt, die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, dass es uns als Consumer wieder viel, viel mehr Transparenz zurückgibt.
Das ist jetzt aus Consumer-Sicht. Und auf der anderen Seite, man merkt immer mehr Interesse aus dem Enterprise-Umfeld, weil auch viele Unternehmen mittlerweile denken, mit mehr Transparenz, mit der Möglichkeit, dass ich Daten nicht mehr im Nachhinein verändern kann, dass ich in einem Business-Netzwerk agieren kann, ohne dass ich dem anderen blind vertraue. Das sind alles Möglichkeiten, die das Ganze auch spannend für Unternehmen machen. Und auch wenn dort einfach eine andere Art der Blockchain eingesetzt wird, gelten einmal die grundsätzlichen Basisregeln genauso. Und das Wichtigste ist bei Blockchain auch immer, es ist ein Teamsport. Es hilft nicht, wenn da jetzt ein großes Unternehmen sagt, ich führe das jetzt bei mir ein. Blockchain ist per Definition dezentral, ist per Definition gehört das niemandem. Insofern macht es nur Sinn, wenn mehr Leute da drin arbeiten. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt das Glück, auch wirklich hands-on jeden Tag an einem von diesen vielen Projekten mitzuarbeiten. Macht irrsinnig viel Spaß und ja, es macht mir auch unglaublich viel Spaß, darüber zu reden, und darum bin ich heute hier. Danke auch für die Einladung und freue mich schon sehr auf die Konversationen. Danke. Vielen herzlichen Dank, Gerhard Dienhofer, dem Hof, pardon. Und wie wir es auch in anderen Slots haben, wir haben auch Experten und Expertinnen vom AID, vom Austria Institute of Technology da. Bernhard Haselhofer als Senior Data Scientist. Endlich lerne ich einmal einen kennen. Den Beruf, den wir alle haben wollen, du hast den. Aber ich will nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht zu deiner Person und zu deinem Zugang zu Blockchain und Kryptowährungen von dir selbst. Bitte schön. Ich hätte auch eine Slide mitgebracht, alles auf einer. Genau. Also wir sind die Data, und dann kann man weiter drücken, bitte. Wir sind die Data Science Gruppe am AIT und wir beschäftigen uns mit den Phänomenen, die so im Zuge der digitalen Transformation so auf uns zukommen. Und eines dieser Phänomene ist natürlich das Phänomen der Cryptocurrencies und der Blockchain-Technologie. Und was wir versuchen, ist, wir versuchen, quantitative Verfahren zu entwickeln, die uns helfen, Systeme zu verstehen. Gut, um was geht es, wenn wir jetzt vom Verstehen von Cryptocurrencies sprechen? Vielleicht ganz kurz möchte ich nochmal die zentralen Eigenschaften von Cryptocurrencies in Erinnerung rufen. Ich glaube, die Details zu Bitcoin brauche ich nicht mehr erklären. Es handelt sich hier um ein globales Phänomen, ein komplett dezentrales System, das in einem hohen Ausmaß transparent ist und im besten Fall pseudonyme Transaktionen zulässt. Das sind die Grundeigenschaften von Bitcoin. Und ich denke, diese Eigenschaften sollte man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man über andere Anwendungen von Blockchain-Technologie nachdenkt. Gut, was machen wir jetzt? Wir sehen also Cryptocurrencies, Bitcoin zum Beispiel, als System. Wenn man einen Schritt zurück macht und auf das System drauf schaut, dann merkt man, dass es sich hier um ein Netzwerk handelt, ein riesengroßes Netzwerk aus Akteuren mit unterschiedlichen Interessen, die miteinander interagieren durch Transaktionen im Kontext von Bitcoin. Mögliche Akteure in Bitcoin sind zum Beispiel Exchanges, die Ein- und Austrittspunkte zwischen Fiat-Currencies, Euro, also Euro und US-Dollar und Bitcoin zum Beispiel darstellen. Payment-Provider, die Schnittstelle zwischen Kunden und Business-Leuten oft darstellen. ATMs, Voucher-Services kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder, aber es gibt halt auch die eher dunkleren Seiten bei Virtual-Currencies, Darknet-Marketplaces, Mixing-Services, die sich natürlich auch perfekt für Geldwäschezwecke eignen. Was machen jetzt wir? Wir haben 2014 begonnen, uns mit der Thematik auseinanderzusetzen und bauen eigentlich seitdem an einer Analyseplattform, die es uns ermöglicht, das Gesamtsystem zu analysieren. Das heißt, wir können Fragen stellen und können mit quantitativen Methoden versuchen, diese zu beantworten. Nur um Ihnen eine Idee zu geben, wir haben derzeit das gesamte Bitcoin-System in unserem System drinnen. Wir abstrahieren daraus einen Graphen, der aus derzeit 270 Millionen Knoten und 1,5 Milliarden Kanten besteht. Und da kann man natürlich dann mit allen möglichen Verfahren versuchen, Fragen zu beantworten. Für wen machen wir das? Wir sind Wissenschaftler, das heißt, wir selber stellen Fragen und wir machen das sehr oft in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Wir merken zum Beispiel, dass Ökonomen sich sehr dafür interessieren, weil sie jetzt erstmals ein System haben, bei dem das Gesamtsystem quantifizierbar ist, also empirisch wissenschaftlich bearbeitbar ist. Das heißt, existierende Geldmarkttheorien, Hypothesen können zum Beispiel anhand dieses Systems getestet werden. Andere Stakeholder sind natürlich Law Enforcement und Behörden.
Es gibt eben diese dunkle Seite, auch bei virtuellen Währungen, und Behörden brauchen auch Instrumente, um Transaktionen, die illegitimen Charakter haben, nachzuvollziehen. Es gibt Behörden, die sich um Legislative kümmern, das heißt, die müssen Gesetze machen und brauchen eine Entscheidungsbasis, auf der sie diese Gesetze aufbauen können. Und der dritte Sektor ist natürlich der Sektor Banken, Fintechs. Wenn ein Fintech jetzt im Bereich Virtual Currencies aktiv wird, brauchen auch die Tools und Services, die ihnen helfen, um sich an gegebene gesetzliche Rahmenbedingungen zu halten, zum Beispiel Compliance oder Geldwäsche. Also das heißt, wenn ein Fintech-Unternehmen jetzt zum Beispiel eine Transaktion von einem Darknet-Marktplatz reinkriegt, dann besteht da schon Notwendigkeit, auch was zu tun. Gut, das sind unsere drei großen Zielgruppen, für die wir das machen. Wer sich für das System interessiert, einfach mich im Nachhinein ansprechen, eine E-Mail schreiben. Wer bei uns mitarbeiten will, nachdem wir hier in einer Uni sind, wir suchen Masterstudierende, wir suchen PhD-Studierende. Ah. Also bitte einfach sofort danach melden. Die Nachfrage ist groß. Danke für die... Ja, danke sehr. Also mein Name ist Michael Kirchmeier von Startup 300. Über uns brauche ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr recht viel sagen, weil du uns Gott sei Dank schon so gut geintrot hast. Also wir sind ein Business Angel Netzwerk aus Linz, in der Tabakfabrik Linz, und wir investieren in junge Startups in der wirklich frühen Phase und helfen diesen Startups, sich weiterzuentwickeln. Insbesondere spezialisiert sind wir auf neue Technologien und Digitalisierung. Und so eine neue Technologie, die jetzt mittlerweile sehr, sehr für Furore sorgt, ist genau die Blockchain. Und wir haben sie da damit intensiv auseinandergesetzt, was kann diese Blockchain für Startups mitbringen. Und ich möchte ganz kurz drei Kryptowährungen aufzählen. Ethereum, Basic Attention Token, Filecoin. Ethereum ist mittlerweile wahrscheinlich jedem bekannt. Ethereum gibt es jetzt mittlerweile seit mehreren Jahren, ist nach Bitcoin die Nummer 2 in diesem Markt. Und Ethereum hat vor geraumer Zeit damit begonnen, sich selbst zu finanzieren. Ein Ethereum war zu Beginn 30 Dollar Cent. Penny. Cent. 0,30 Dollar wert. Mittlerweile steht der Marktwert für einen Ether bei ungefähr 280 Dollar. Das ist eine ungefähr Ver-900-Fachung. Basic Attention Token hat es geschafft, innerhalb von 24 Sekunden 35 Millionen US-Dollar aufzustellen. Filecoin hält momentan den Rekord, 257 Millionen US-Dollar. Insgesamt ist ein Kapital von über 2 Milliarden Dollar im Jahr 2017 gesammelt worden. Die Rede, ihr werdet es wahrscheinlich jetzt schon erkannt haben, ist von Initial Coin Offerings, von ICOs. Und wir interessieren uns momentan sehr, sehr stark für dieses Thema, eben aus genannten Zahlen. Was ist so ein ICO? Ganz, ganz kurz, ein Start-up, ein junges Projektteam schreibt ein White Paper, entwickelt eine Geschäftsidee und bietet den Token, also sprich die zukünftige Währung, die zukünftige Kryptowährung, die dieses Startup hinausbringen will, einer breiten Masse an Investoren an. Diese Investoren überweisen Ether und bekommen von einem Smart Contract sozusagen automatisch dann diesen Token überwiesen. Der Name erinnert sehr, sehr stark an einen IPO, an einen Börsengang. Man muss dazu sagen, hat damit aber absolut nichts zu tun, weil so ein Token keine Rechte wie zum Beispiel Anspruch aufs Vermögen, Anspruch auf Gewinn oder Anteile am Unternehmen allgemein, sprich Stimmrechte mitbringt. Es ist eher mehr eine Form des Crowdfundings in Kryptowährungen, kann man so sagen. Jetzt ist in letzter Zeit die Diskussion sehr, sehr breit geworden, dass das ein wilder Westen ist, dass viel, wir haben es vorhin gehört, 2 Milliarden sind da eingesammelt worden. Das zieht natürlich auch Personen an, die es jetzt nicht so gut meinen, die jetzt kein Projekt damit finanzieren wollen, sondern sich vielleicht damit einfach aus dem Staub machen möchten. Genau aus dem Grund haben jetzt in letzter Zeit sehr viele
Länder, Staaten darauf reagiert und Regulatorien beschlossen, andere Länder symbolisieren bzw. geben bekannt, dass sie ICOs erlauben wollen. Jetzt ist die Frage, wie ist das in Österreich? Ist das Ganze in Österreich möglich? Ich kann gleich einmal vorweg sagen, ja, es ist sehr wahrscheinlich möglich. Es gibt zwar von den Behörden keine rechtsverbindlichen Aussagen, aber Heroes 4, ein Startup von Startup 300, hat mit 14. September den ersten österreichischen ICO gewagt und sie haben mittlerweile für das Projekt, das sie auf die Beine stellen möchten, nämlich eine E-Sports-Plattform, wo man gegeneinander wetten kann, ohne Buchmacher, da ist auch wieder der dezentrale Gedanke sehr stark verankert, der mittlerweile über 1 Million US-Dollar für die Entwicklung dieser Plattform gesammelt. Also mein Statement zusammengefasst, Österreich, bin ich der Meinung, kann wirklich ein Blockchain-Land werden und auch Initial Coin Offerings legalisieren. Es braucht nur ein bisschen mehr Unterstützung noch von der Politik und von den Behörden, dass man da wirklich klare Regeln vorgibt, sodass einerseits Startups davon profitieren können, andererseits allerdings auch Betrug oder sonstigen vorgebeugt werden kann. Danke. Ja, hallo, ich bin Aljoscha Juttmeier von SBR Research. Wie schon gesagt, wir sind ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, eine GmbH, gemeinnützige GmbH mit engen Überschneidungen zur TU Wien. Im deutschen Sprachraum funktioniert die Erklärung wie Fraunhofer nur kleiner ganz gut. Und ich arbeite dort in der Gruppe, die sich mit Blockchain/Distributed-Ledger-Technologien befasst. Und wir machen, ich nenne es jetzt mal anwendungsorientierte Grundlagenforschung in dem Bereich. Und vielleicht die Eigenwerbung gleich vorab. Also wir haben dieses Semester erstmalig auf der TU eine Lehrveranstaltung, die sich dediziert mit dem Bereich befasst und suchen auch immer motivierte Bachelor- und Masterstudenten für Arbeiten, die wir auch betreuen können. Ja, ich habe nicht genau gewusst, wie die ganze Diskussion aufzogen ist und habe mit einem provokanten Statement bzw. einem etwas provokanteren Slide angefangen. Do you need a blockchain? Also das ist so die Frage, die sich meiner Meinung nach viele Firmen jetzt stellen und auch an uns herantreten hin und wieder. Mit der Frage, do I need a blockchain? Ja. Ich bin sicher, viele von Ihnen kennen den Gartner Hype Cycle. Der wird wahrscheinlich einigen ein Begriff sein. Und dreimal dürfen Sie raten, wo Blockchain da momentan rangiert im Gartner Hype Cycle. Also relativ weit oben, also gerade noch an der Downslope. Aber unzweifelhaft, das ist mir auch eine Anzahl der Teilnehmer, das sieht, ist das ein Hype-Topic. Ja? Was heißt das? Das ist ein Hype-Topic. Das heißt, es gibt extrem viel Nachfrage in dem Bereich nach allem Möglichen. Es gibt aber auch extrem viel Angebot in dem Bereich mit unterschiedlicher Qualität und auch Seriosität. Ja? Und das Problem, das es da gibt, ist, dass ich eine starke Know-how-Schere zwischen verschiedenen Firmen oder verschiedenen Playern in dem Bereich sehe, wo halt das zum Problem werden kann. Ja, zum einen gibt es sehr innovative Startups, die sich da echt gut auskennen und ihre Nischen schon finden oder gefunden haben. Und zum anderen gibt es Firmen, die sehr stark am Anfang noch stehen, die Technologie überhaupt zu verstehen. Zurück zur Frage, do I need a blockchain? Also die ehrliche Antwort wäre, it depends. Ja. In diesem Flowchart sieht man, es gibt da nicht eine Blockchain, es gibt verschiedene Blockchains. Ja. Man muss da differenzieren zwischen permissionless Blockchains, also wo jeder mitmachen kann. Das wäre sozusagen das vorher beschriebene offene System wie Bitcoin, also das ist nicht reglementiert. Jeder kann da theoretisch Bitcoins kaufen und handeln. Jeder kann aber auch selbst Miner werden und sozusagen zur Konsensusfindung in dem Netzwerk beitragen. Und auf der anderen Seite gibt es Permission-Systeme, die Konsensus, also sich einigen, aber wo ich vorher genau weiß, unter welchen Anzahl an Participants ich mich einigen muss. Also da ist vorher bekannt, welche Entitäten sich hier auf den Stand dieser Blockchain einigen wollen. Um das abzuschließen, diese ganzen Technologien haben durchaus alle ihre Daseinsberechtigung und ihre jeweiligen Einsatzgebiete, wo sie ideal dafür geeignet sind. Und was die Limits und die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen an Skalierbarkeit von diesen Systemen sind, das ist aktuell Gegenstand der Forschung und auch eigentlich gar nicht bekannt. Ja. Also hier tut sich gerade sehr viel und meine Message wäre, wenn Österreich hier
vorne dabei sein will international, dann muss Österreich nicht nur innovativ sein und Startups und Unternehmen in dem Bereich fördern, die hier schon bereits bekanntes Wissen nutzen, sondern auch in die Forschung investieren, in die interdisziplinäre Forschung investieren, um da weiter international vorne dabei zu sein. Ja, danke. Also herzlich willkommen, mein Name ist Bastian Kellhofer. Wie schon erwähnt, ich bin Mitgründer des Online-Portals Trending Topics. Wir definieren uns selbst als ein junges Wirtschaftsmedium und wir gehören eigentlich zu denjenigen, die diesen Hype gerne mitreiten. Also wir fokussieren uns auf E-Mobility, mittlerweile auch auf Blockchain. Wir wachsen eigentlich aus der Startup-Szene heraus, dort haben wir unseren Ursprung. Ich bin auf das Thema Blockchain gestoßen als ein sehr leidenschaftlicher Reddit-User, habe mich in den verschiedenen Subreddits rumgetrieben und bin rein publizistisch darauf gestoßen, dass diese ganzen Geschichten rund um Vitalik Buterin zum Beispiel wirklich schön sind, um sie medial aufzuarbeiten. Dieses Gerücht, das aufpoppte über 4chan, dass er gestorben ist, gleichzeitig droppt der Preis um $400 auf der Ethereum-Chain. Es sind irrsinnig spannende Geschichten. Das Segwit-Update, das zum Hardfork führt bei Bitcoin. Wir haben auch gemerkt, eben das Interesse ist sehr, sehr groß an dem Thema und deshalb haben wir uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns gegen Fake News wehren und auch versuchen, das wirklich sehr tiefgreifend zu recherchieren, was sich ab und zu als sehr, sehr schwierig herausstellt, gerade wenn Meldungen kommen aus China, dass ein ICO-Ban dort stattfindet. Eine chinesische Nachrichtenquelle bezieht sich auf Journalisten, die im Umfeld der Regierung darüber berichten und das zu verifizieren, was daran stimmt. Diese Nachricht verbreitete sich nachher über amerikanische Nachrichtenportale nach Europa hinein. Es wurde ausgenutzt von diversen Stellen, um negative Stimmung gegen die Blockchain und gegen Kryptowährungen zu schüren. Und wir versuchen dort einfach einen Mittelweg zu finden. Wir wollen die Euphorie nicht zu sehr steigern, wollen aber auch die Warnungen eigentlich in ein richtiges Licht rücken. Man lernt die erste Fremdsprache, man lernt Englisch, man lernt im Gymnasium dann vielleicht Französisch oder gar Latein. Was man aber überhaupt nicht lernt, ist die wichtigste Sprache der Zukunft, nämlich die Maschinensprache. Wir sprechen die ganze Zeit, wir forschen in alle Richtungen, dass die Computer uns die Arbeit abnehmen, aber wir bilden die Leute nicht dazu aus, dass im Prinzip die Menschen mit den Computern kommunizieren können. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und zu der Frage vielleicht auch noch ganz kurz, kann es von Regierungen bzw. mächtigen Personen manipuliert werden? Ja, natürlich, beispielsweise bei Bitcoin gibt es im Hintergrund auch immer wieder Diskussionen. Das ist auf einmal, Bitcoin war auf einmal da und der Entwickler von Bitcoin ist nicht bekannt. Es ist die Kryptographie, so wie das funktioniert, das ist ein Verfahren, was glaube ich von der CIA oder von der NSA erschaffen wurde, dieses Hashing-Verfahren. Natürlich wird da sehr, sehr stark auch von vielen Leuten spekuliert, ob da nicht vielleicht trotzdem irgendjemand seine Finger im Spiel hat. Im Großen und Ganzen kann es natürlich keiner sagen. Auf der anderen Seite ist halt der große Vorteil, dass sie jeder, der sich auskennt, bei diesen Technologien den Code ansehen kann und beziehungsweise auch die große Community diskutiert den Code und von dem her kann man eigentlich sagen, man kann mehr oder weniger der Community, die eher dezentral organisiert ist und disruptiv denkt und beispielsweise eben genau die Mächtigen wie Banken eher umgehen will mit der Blockchain, mit Bitcoin, denke ich schon ein gewisses Vertrauen schenken. Ein Beispiel, das letzte Woche passiert ist, China hat ICOs schlichtweg verboten für einen gewissen Zeitraum oder ausgesetzt. In der Folge kamen auch Gerüchte auf, dass alle Exchanges, also die Tauschbörsen, auf denen Bitcoin etc. gehandelt werden können, ebenfalls unter dieses Verbot fallen sollen. Was in der Folge passiert ist, war, dass das Kapital, also in China sind glaube ich 15-20% des Marktvolumens werden dort gehandelt, das Kapital wanderte ab nach Japan. Die Leute haben angefangen, über Telegram ihre Transaktionen zu vollführen und da sieht man einfach, dass nationale Bestrebungen, diese Systematik einzugrenzen, oftmals nicht funktionieren. Es ist ein globales System, das mit nationalen Regeln eigentlich nicht greifbar ist. Vielen Dank dafür. Eine Frage aus dem Publikum. Bitte schön. Eins, zwei. Gerald Wilding, HTL Donaustadt.
Wie hoch schätzen Sie das Risiko hinter Bitcoin und Kryptowährungen im Generellen ein und was für wirtschaftliche Folgen könnte es haben, wenn Kryptowährungen jetzt morgen einstürzen würden? Danke für diese Frage. Mikrofon bitte weiter nach hinten. Beantwortung, wer immer möchte, vielleicht von deiner Seite dann. Eine Frage. Das ist die berühmte Blick in die Glaskugel. Das ist extrem schwierig zu sagen. Es ist die gleiche Frage nach dem Bitcoin-Preis, wie er sich bis Ende des Jahres entwickeln wird. Alle Analysten, die sich mit dem Thema eingänglich beschäftigen, können da keine wirkliche Aussage treffen. Ich stelle die Frage anders, bevor die nächste Frage kommt. Wer verdient? Wer verdient wie an, bleiben wir jetzt mal bei den Kryptowährungen, sind es die Tauschbörsen, sind es die Anbieter, seid es ihr mit Heroes4, die dadurch Geld machen? Wer macht Geld? Wer verdient da? Sind es die Miner, die versuchen, da die Rechenkapazität zur Verfügung stellen? Also alle. Und das ist ja das Besondere an diesem dezentralen Netzwerk und an dem Konsensmechanismus, basiert ja auf einem Prinzip, also zumindest das Proof of Work oder anders aufgebaut. Also das jetzt mehrfach erwähnte Crypto Economics, also der wirklich der ultimative Use Case, also dezentrale autonome Organisationen funktionieren deswegen, weil sie an eine Währung, die sozusagen für die Stabilität des Systems sorgt, gebunden sind. Ja? Und die Theorie von Bitcoin war es oder ist es, dass der kleinste gemeinsame Nenner von allen Menschen, die sich nicht kennen und nicht vertrauen, ist Geld. Ja, ist dieser, und deswegen funktionieren diese ökonomischen Anreizmechanismen. Die Theorie ist, wenn jeder im Netzwerk dazu beiträgt, dass das Netzwerk mehr wert ist, wird jeder daran verdienen. Das heißt, es gibt eben nicht einen. In Top-Down-Strukturen hast du bilaterale Verträge, da hast du dann die Besitzer und das Management und hast dann bilaterale Anstellungsverträge mit Leuten, die für dich arbeiten. Dezentrale autonome Organisationen funktionieren komplett anders. Es gibt einen Code, die gesamten Spielregeln einer Organisation, egal mit welchem Purpose, sind in diesem Code dargestellt, und jetzt gibt es unterschiedliche Stakeholder, die in diesem System unterschiedliche Rollen haben. Im Fall von Bitcoin hast du jetzt die unterschiedlichen Stakeholder gerade angesprochen, und jeder verdient. Die einen an Transaktionskosten, die anderen am Mining, die anderen am Handeln, die anderen wenn das System und die große Kunst, und das ist eine komplett neue Art der Wissenschaft, man sagt auch Satoshi ist der Vater der Kryptoökonomie, ja, es ist eine komplett neue Wissenschaft, wie kann man ökonomische Anreizmechanismen so designen, dass ein dezentrales Netzwerk von Akteuren, das sich nicht kennt und vertraut, automatisch funktioniert und dass alle in eine Richtung laufen. Und dann muss die Frage sein, alle verdienen daran. Alle verdienen daran. Entschuldige, Bernhard war vorher, Entschuldige. Ganz kurz bitte, ich muss dann die letzte Frage annehmen. Also nachdem wir eben diese Analyseverfahren entwickeln, glaube ich, kann ich da sehr gute Antwort dazu geben. Also wenn man sich zum Beispiel die reichste Bitcoin-Adresse anschaut, das können wir, dann liegen dort, glaube ich, irgendwo zwischen 250 und 300 Millionen Euro derzeit. Also eine Adresse gibt es, die sehr reich ist. Man kann sich auch Darknet-Marktplätze anschauen, was da so durchläuft. Da sind wir so knapp unter 100 Millionen, also auch einiges. Aber wenn man sich die Gesamtverteilung anschaut, die Vermögensverteilung in Bitcoin, dann sieht man, und das haben andere Forscher schon gemacht, eine Pareto-Verteilung, was auf Deutsch heißt, wenige besitzen ganz viel und die Mehrheit sehr wenig. Okay, schade, da auch kein Abkehr von dem allgemeinen System. Bitte deinen Punkt und dann zu Dominik. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, also Bitcoin ist ein spezifisches Modell. Bei Bitcoin ist es so, das ist auch deflationär. Also das heißt, es gibt eine fixe Anzahl an Bitcoins, die es jemals geben kann. Die ist 21 Millionen und wir nähern uns dieser Zahl an. Gleichzeitig verschwinden natürlich viele Bitcoins, weil man die auch verlieren kann oder die können auch zerstört werden. Festplatten gehen verloren. Da gibt es dann immer wieder so interessante Wild-West-Geschichten, wo dann Computer, die irgendwo verloren wurden, dann gesucht werden, weil da so viele Bitcoins drauf sind. Das heißt, wir haben im Prinzip halt ein im System inhärentes designten Zuwachs, der natürlich dadurch da ist, dass die Ressource praktisch limitiert ist. Das ist bei sehr vielen anderen Coins anders. Es gibt auch praktisch jede ökonomische Umsetzung, die man sich da vorstellen kann. Es gibt dezidiert inflationäre Coins, es gibt Coins, die praktisch unlimitierten Supply haben. Da muss man auch, glaube ich, sagen, man muss unterscheiden zwischen der Currency-Aspekt und dem generellen Blockchain-Aspekt. Und da tun sich dann auch nochmal ganz große Forschungsfelder und ganz große Fragen auf, die man jetzt vielleicht hier gar nicht diskutieren kann, aber das kann man dann auch, glaube ich, auf Wikipedia nachlesen. Danke dir.
Bitteschön, eine Frage war noch da. Danke, Martin. Ich habe keine Frage, sondern eben, das passt ganz gut, 10 Sekunden Statement. Weiß Dominik Stadt Wien, Urban Innovation Vienna. Ich wollte nur ganz kurz auf diesen Punkt Revue passieren lassen, wo Sie alle so herzhaft applaudiert haben, wo es darum gegangen ist, wir müssen alle Coden lernen in der Schule. Sie haben das ja wunderbar ausgeführt und ihr seid jetzt alle d'accord gewesen. Stimmt, ich möchte trotzdem nur, weil ich glaube, wir verlieren oft ein bisschen den Bezug zur Realität. In Österreich gibt es 980.000 Menschen, die nicht sinnergreifend lesen können. Tendenz massiv steigend, gerade in Wien massiv steigend. Und da brauche ich nicht von Latein anfangen. Wenn 1 Million Menschen in Österreich nicht sinnergreifend lesen können, dann ist die Diskussion zu führen, wie stark wir jetzt auf Coding setzen, zumindest eine andere, wie sie hier geführt wird. Danke. Vielen Dank dafür.